Tja, als wäre nichts gewesen, ist die Nasdaq von den heftigen Einbrüchen im Februar jetzt schon wieder auf neue Rekordhochs gestiegen. Christian Kölker, man muss sich fast schon ein bisschen die Augen reiben, aber es ist wirklich so. Und wie ist das zu erklären, fragen sich viele. Was ist Ihre Antwort? Ja, tatsächlich ist es so, dass sich manche noch über diese Crash-Situation Ende Januar, Anfang Februar unterhalten. Dabei ist das alles schon wieder Geschichte. Man muss sich wirklich kneifen, wenn man den Chart sich mal anschaut. Wir sind da eben über 7000 Punkte gestiegen, haben neues Allzeithoch markiert bei der Nasdaq. Also von dieser Situation Anfang Februar ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Und wenn man nach den Gründen sucht, dann gibt es natürlich, sage ich mal, so zwei, drei Dinge, die man sich anschauen muss. Zum einen haben wir natürlich sehr schnell bei allen großen Börsen eigentlich weltweit starke Erholungen wieder gesehen. Viele haben natürlich dann die Chance ergriffen, diese zurückgekommenen Kurse auch als Kauf- und Einstiegsmöglichkeiten zu sehen. Viele haben ja Liquidität, viele suchen weiterhin nach Möglichkeiten, irgendwo ihr Geld zu veranlagen. Und da ist natürlich eine Nasdaq dann deutlich unter 7.000 attraktiver als nahe 7.000. Mhm. Aber wenn man mal spezifisch auf die Nasdaq selber eingibt, dann gibt es eben zwei Aspekte. Zum einen eben vielleicht auch den Umstand, dass in der Nasdaq selber, in dem Indexkonzept selber keine Finanzwerte enthalten sind, keine Banken enthalten sind. Mhm. Und das sind gerade die Titel, die, sage ich mal, die einzigen sind, die unter der Steuerreform, die wir Ende letzten Jahres ja in den USA verabschiedet gesehen haben, gelitten haben. Ja, weil viele eben Verluste vorzutragen hatten und jetzt weniger davon letztendlich anrechnen konnten. Da haben viele Banken natürlich auch hierzulande, konnte man ja in den Nachrichten auch entnehmen, gelitten. So, und das ist natürlich dann ein Vorteil für so ein Indexkonzept, dass die Banken hier nicht enthalten gewesen sind. Und der andere Teil ist vielleicht dann auch einfach so ein Stück weit Psychologie an der Börse, Behavioral Finance. Man könnte es auch salopp als Herdentrieb bezeichnen, denn dadurch, dass die Nasdaq zuletzt eben schneller gelaufen ist, besser gelaufen ist, sich schneller von diesem Tiefsee erholen konnte als beispielsweise der S&P 500 oder der Dow Jones, hat das eben noch mehr Anleger angelockt. Und die sind dann auf diesen schneller fahrenden Zug im Grunde genommen auch noch aufgesprungen und haben das Ganze so ein bisschen verstärkt. Denn während die Nasdaq gerade schon wieder jenseits dieser 7000 notierten All-Time-High markiert hat, sind eben S&P 500 und Dow Jones immer noch 3-5% davon ihren alten Allzeithochs entfernt. Und das ist schon eine relativ große Diskrepanz und spricht eben dafür, dass die Nasdaq momentan eigentlich so ein bisschen die stärkste Börse in den USA zu sein scheint. Heißt das, dass dann dieser Höhenflug noch weitergeht? Wir haben ja schon eine Linie ungefähr bei 7000 Punkten eingezeichnet. Da ist der Nasdaq 100 jetzt durchgegangen. Also ist der Himmel jetzt offen, wie man so schön sagt? Ja, sky's the limit, würden die Amerikaner vielleicht an der Stelle sagen. Möglich ist es. Wir haben sicherlich jetzt noch Anschlusspotenzial, vielleicht Richtung 7.500, 7.800, je nachdem, welche Indikatoren man da und Fahren man da ansetzt. Aber klar ist natürlich auch, dieser Ausschnitt des Charts hier von einem Jahr, der ist natürlich nur ein Teil des ganzen Bildes. Wenn wir das Ganze etwas größer aufziehen, dann sehen wir eben, dass wir eben schon seit 6-7 Jahren steigende Kurse haben, dass die Posse, wie man sagt, sehr, sehr reif ist. Deswegen ist im Grunde genommen so die Vorsicht etwas größer. Man sollte vielleicht mit etwas mehr Vorsicht fahren und deswegen sind eben gerade solche Kursmarken, wie wir sie jetzt hier bei 7000 ungefähr haben, runde Kursmarken oder auch hier eine Etage drunter, wo wir hier eben sehen, dass wir da eben zwei, dreimal aufgesetzt sind. Das sind so Bereiche, wo die Anleger vielleicht auch Stops setzen sollten oder dann eben noch vielleicht etwas stärker ausgeprägt hier der Bereich da jenseits von 6100, 6200. Das sind jetzt Bereiche, wo sich Anleger auch absichern können. Aber nach vorne geschaut haben wir momentan erstmal noch die Ampel auf grün, denn auch aus der technischen Analyse heraus gibt es sehr, sehr viele Signale, die man positiv deuten kann. Zum einen eben Allzeithoch, das ist eines der stärksten Signale, was die technische Analyse bereithält. Eine runde Kursmarke überwunden. Ja, der MACD, das ist ein Indikator, der hat auch ein Kaufsignal zuletzt generiert. Also da sind sehr, sehr viele momentan Vorzeichen, die dafür sprechen, dass wir hier uns für die nächsten Tage und Wochen eher noch mit steigenden Kursen beschäftigen können. Ja, egal, ob die Kurse nun weiter steigen oder ob es ist ja auch möglich, vielleicht auch wieder einen Einbruch gibt. Für den Trader bietet auf jeden Fall beides Chancen. Nur wie lassen die sich nutzen? Ja, also gerade die letzten Wochen waren natürlich für Trader ein regelrechtes Eldorado. Ja, hier runter auf 6.400, jetzt wieder rauf auf 7.100. Innerhalb von weniger Wochen konnte man da eben also sehr schöne Positionen aufbauen. Man hat sehr viel Bewegung gehabt in die eine und die andere Richtung. Wie sollte man das machen? Man sollte natürlich eine klare Meinung haben. Also zunächst mal muss ich der Meinung sein, es steigt weiter oder wir werden eine Korrektur erleben und es fällt. Also da muss ich mich jetzt erstmal irgendwo entscheiden. Und wenn ich das getan habe, dann ist aus meiner Sicht eben das Fahren auf Sicht und mit Gurt eben eine gute Devise. Soll heißen, dass man sich eben intensiv mit seinen Positionen auch beschäftigt, dass man das nicht einfach laufen lässt wie ein Langzeitinvestment, gerade wenn man als Trader agiert und dass man eben in diesen Bereichen, die ich hier versucht habe einzuzeichnen, auch versucht,
Stop-Kurse zu setzen oder zumindest mal sehr, sehr stark seine Investments aus taktischer Sicht überdeckt. Jetzt nehmen wir mal an, der Trader hat sich entschieden und will jetzt zum Beispiel auf steigende Kurse setzen. Welche Möglichkeiten bieten dann die verschiedenen Hebelinstrumente? Was gibt es überhaupt für verschiedene Hebelinstrumente, um genau eine solche Strategie umzusetzen? Ja, klassischerweise sind hier in diesem Bereich die Turbo-Optionsscheine mithin das populärste Instrument. Das sind also gehebelte Wertpapiere, die eben darauf basieren, dass ein Teil des Kapitals im Grunde genommen über den Emittenten, der so ein Produkt herausgibt, also beispielsweise HSBC, fremdfinanziert ist. Das heißt, man investiert nur einen Teil tatsächlich in den Index, als wenn man das Ganze in einem Direktinvestment machen würde. Und umso kleiner dieser Teil ist, umso höher ist auch mein Hebel. Aber mit dem höheren Hebel ist eben auch, wie das naturgemäß zu erwarten ist, auch ein höheres Risiko zu sehen und auch verbunden. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Produkt nehme, was einen Hebel 5 hat, dann habe ich eben den Vorzug, dass wenn die Nasdaq um 1% steigt, mein Produkt eben 5% steigt. Gleichzeitig bedeutet das aber natürlich auch, dass wenn die Nasdaq um 1% fällt, ich 5% Verlust auf dieser Position in meinem Depot erleide. Das heißt, umso höheren Hebel ich hier auswähle bei solchen Turbo-Optionsscheinen, umso größere Chancen habe ich eben gegenüber auch größeren Risiken. Nun ist ja gerade der Index Nasdaq 100 ein Index, der sich durchaus sehr viel heftiger bewegt als, sagen wir mal, eine stinknormale, langweilige Bundesanleihe, die nur noch 2 Jahre läuft. Ja. Hat das dann auch Konsequenzen für den Hebel, den ich als Trader suche? Wenn also der Basiswert schon so stark in Bewegung ist, führt das tendenziell dazu oder sollte es tendenziell dazu führen, den Hebel niedriger anzusetzen? Ja, so intuitiv bin ich geneigt, dieser Frage so in dieser Form auch zuzustimmen, denn wenn ich natürlich ein Wertpapier habe, dem meine Investition zugrunde liegt mit einem Hebel und das Wertpapier bewegt sich praktisch gar nicht, liegt sehr, sehr starr und ruht wie der See, dann brauche ich vielleicht auch einen höheren Hebel, um da wirklich mal Kapital rauszuschlagen aus den kleineren Kursveränderungen, die sich da dann zeigen. Hier sehen wir eben eindrucksvoll, dass wir gerade in den letzten Wochen eben stärkere Schwankungen gehabt haben. Das heißt, um eine gewisse Performance zu erzielen, reichen möglicherweise auch kleinere Hebel. Ja, das ist vollkommen richtig zu sehen. Andererseits sage ich, der Hebel ist natürlich ein sehr, sehr prägendes Element von diesen Produkten. Andererseits sage ich, ist der Hebel vielleicht gar nicht so sehr immer entscheidend darüber, wie man das einsetzt, sondern eben auch die Summe, die ich investiere, gemessen an meinem gesamt zur Verfügung stehenden Kapital. Denn ich kann natürlich auch ein Produkt nehmen mit einem sehr, sehr hohen Hebel und dafür das Kapital reduzieren. Und indem ich das Kapital, das ich in einen solchen Turbo-Optionsschein investiere, reduziere ich natürlich auch das Kapital, was sozusagen im Feuer ist, was im Risiko steht. Das heißt, das muss man immer auch noch eben sehen, ich kann natürlich ganz viel Geld in ein Hebel 3 Produkt investieren, dann ist das ein geringer Hebel, aber natürlich ist es dann sehr, sehr viel Geld, was mit Hebel 3 auch Verluste einfahren kann. Und andererseits, und das meine ich eben auch mit dem Gurt, den ich eben angesprochen habe, man sollte eben regelmäßig Stops setzen, Stops nachziehen, vielleicht auch auf dem Weg nach oben, dann kann auch ein hoher Hebel bei Verlusten eben, da können eben auch bei einem hohen Hebel die Verluste eingegrenzt werden. Gibt es Besonderheiten, auf die gerade Trader beim Nasdaq 100 achten sollten? Ja, absolut. Also da gibt es mehrere Dinge. Zunächst einmal auch die Handelszeiten. Ja, also wir sind natürlich hier in Europa ansässig. Wir handeln hier unsere Produkte in der Regel in Europa. Und die Nasdaq, naja, das ist offenkundig, das ist ein Index aus Amerika. Das heißt, wir haben Handelszeiten, die sich eben mitteleuropäischer Zeit von 15.30 Uhr bis 22 Uhr hierzulande bewegen. Das heißt, wir müssen eben schauen, wenn wir diese Produkte handeln, dass wir eben eher in den Abendstunden tatsächlich die Kurse sehen, die eben für diesen Index relevant sind. Natürlich sind die Produkte auch hierzulande schon vor amerikanischer börslicher Zeit handelbar, das heißt vormittags und tagsüber hier in Deutschland, aber dann basiert das eher auf Kursinterpolationen, auf Kursannahmen, die man hierzulande erzeugt. Der tatsächliche Index wird eben in Amerika gehandelt und da eben dann ab 15.30 Uhr bis 22 Uhr hier mitteleuropäischer Zeit. Das ist das eine. Ja, kurz noch ein Hinweis, in den USA ist ja die Sommerzeit früher beginnend und hört später auf. Das heißt, wir befinden uns gerade in dieser Phase, dann ist nur 5 Stunden Unterschied, also dann 14.30 Uhr. 14.30 Uhr, vielen Dank. Genau. Also, und dann muss man vielleicht schauen, dass man hier eben natürlich auch den Umstand hat, ich habe hier ein Fremdwährungsinvestment. Das heißt, ich habe hier einen Index, der eben in US-Dollar notiert. Das heißt, ich habe immer im Grunde genommen auch so eine, wenn man so möchte, Währungswechselkursunterscheidung. Das heißt, ich muss eben auch mal noch schauen, was macht der Dollar da an dieser Stelle.
Und zu guter Letzt, das ist vielleicht gerade im Hinblick auf das Indexkonzept interessant. Ich habe es eingangs angesprochen, es sind keine Finanztitel drin, aber die Nasdaq wird natürlich immer als die Technologiebörse betrachtet. Da muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen genauer hinschauen, ob man da wirklich das kauft, was man annimmt. Denn es sind auch Unternehmen da drin enthalten, die eben vielleicht nicht so technologielastig sind wie eine American Airlines, wie eine Starbucks oder vielleicht auch wie Heinz Kraft Ketchup. Ja, da sind also auch andere Unternehmen enthalten und es sind auch Unternehmen enthalten, die eben nicht aus den USA stammen, wie beispielsweise Baidu aus China. Das heißt, es ist kein reiner Technologieindex und es ist auch kein reiner amerikanischer Index. Das sollte man vielleicht wissen, wenn man etwas tiefer in die Materie reingeht. Ja, wir müssen noch unbedingt was zu dem Verlustrisiko sagen, ja. Denn das ist natürlich erheblich und vor dem Hintergrund auch die Frage beantworten, für wen sich dann solche Instrumente überhaupt eignen. Ja, sie eignen sich natürlich erstmal für die Leute, die eine klare Meinung zu diesem Index haben, ja, also die eine klare Meinung zu amerikanischen Titeln, die in diesem Index enthalten sind, haben. Und wir müssen natürlich klar darüber sprechen, dass wenn wir über Turbo-Optionsscheine sprechen, dann reden wir über überproportionale Verlustrisiken bis hin zum Totalverlust. Denn wenn mein Eigenkapital, was ich da einbringe, in solches ein Investment aufgezehrt ist, dann habe ich auch möglicherweise einen Totalverlust erlitten. Und dieses Risiko ist eben umso größer ich den Hebel bei einem solchen Produkt wähle. Das muss einem klar sein. Das heißt, ich habe hier überproportionale Chancen und Risiken, allerdings auch eben bis hin zum Totalverlustrisiko. Ja, aber wir sehen, die Nasdaq 100 macht dem einen oder anderen, vor allen Dingen demjenigen, der auf steigende Kurse gesetzt hat, im Moment wieder recht viel Freude. Richtig. Christian Kücker, vielen Dank für das Gespräch. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.